5, 3, 2, 1. Ja, Leute, bin gerade am Pokémon fangen und dadurch, dass, wenn man Pokémon fängt, die Pokémon trotzdem EP bekommen, muss ich immer so eine kleine Einspielung machen, wenn sich ein Pokémon entwickeln sollte, wenn es das Level erreichen sollte. Und diesmal ist es Chimpep. Es entwickelt sich endlich. Und wir gucken, zu was es wird. Bin sehr gespannt. Chimsticks. Chimsticks. Chimpep wurde zu Chimsticks. Jetzt hat es zwei. zwei Keulen, sag ich mal. Je wilder der Beat, den ein Chimsticks mit seinen Schlägen erzeugt, desto mehr wird es von seinen Artgenossen respektiert. Ja, geil. Das war's bisher. Es lernt jetzt noch ein paar Attacken. Aber ich mache jetzt erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich. Fünf, drei, zwei, eins. So, da sind wir wieder mit der nächsten Entwicklung. Und diesmal ist es unser Starter-Pokémon Hoplo. Hoplo wurde zu Kickerlo. Kickerlo. Okay, sein flauschiges Fell schützt es vor Kälte und ermöglicht es ihm, noch heißere Feuerattacken auszuteilen. Sehr gut. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Ja, in der letzten Folge haben wir uns angemeldet zur Arena Challenge. Jetzt bin ich gerade drauf gekommen, wie es heißt. Und ihr habt vorher schon gesehen, ich habe es euch reingeschnitten vor, bevor ich angefangen habe hier. Haben sich zwei Pokémon von uns entwickelt. Und zwar war das Chimpep. Und unser Hoplo wurde zu Kickerlo. Und Chimsticks hat sich auch weiterentwickelt. Und wir haben sogar noch ein Memeon dazu bekommen. Jawohl, wir haben jetzt alle drei Anfangs-Pokémon in unserem Team erstmal drinne. Und ich habe einige Pokémon gefangen. Es gab jetzt noch mehr zu fangen, weil sich das Wetter geändert hat, aber ich habe es jetzt erstmal sein gelassen. Damit können wir jetzt erstmal die Story weitermachen. Den Pokédex vervollständigen können wir immer noch zeitweise, aber ich will jetzt erstmal weitermachen. So, wir müssen jetzt dem Typen zum Hotel folgen. Mal gucken, er ist hier lang gegangen. Das wird das Große hier sein, wo wir vorher nicht durchgekommen sind. Jawohl, da ist es schon. Das ist das Knospi Indiens. Tritt ein und ruh dich gut aus. Du wirst all deine Kräfte brauchen. Okay. Alles klar. Wir gucken uns hier nochmal kurz um. Moment. Hier irgendwas. Nee. Alles klar. Wir sprechen nochmal mit den beiden. Mein Lieblingsmensch ist der Champ. Und mein Lieblingswort lautet der, die das Allerbeste. Okay. Die meisten Unternehmen hier in Gala befinden sich im Besitz von Liga Präsident Rose. Aha. Kann man hier durch? Nee, kann man nicht. Schade. Also gibt es da nichts zu entdecken. Okay, hier gibt es auch nichts. Der Arena-Deck kämpft hier unabhängig von der Arena-Challenge gegeneinander, um zu ermitteln, wer der oder die Stärkste ist. Na, was hältst du von unserem Geheimversteck? Wir wollen ein Arena-Stadion daraus machen. Okay, im Container? Geil. Bäh! Was mache ich jetzt nur? Mein Picochilla ist weg. Komm, wir helfen dem kleinen Mann. Was? Du willst mir dabei helfen, mein Picochilla zu suchen? Danke. Mein Picochilla liebt es zu pfeifen und im Wasser zu planschen. Es versteckt es also bestimmt irgendwo, wo es ungestört planschen kann. Aber es gibt so einen Ort in Engine City überhaupt. Es hat einen etwas seltsamen Ruf. Es macht immer Pfi. Wenn du das also hörst, pfeif doch mal. Okay. Was ist das hier? Okay, da können wir nicht rein. Ey, hier ist noch ein Pokémon Center. Gut. Oh, hier sind noch Leute. Seidenschal. Kostbarer Schal, der Attacken von normal verstärkt. Sehr schön. Stärke eines Pokémon macht gewiss einen nicht unerheblichen Teil seines Reizes aus, doch auch die Niedlichkeit trägt zum Gesamtbild bei. Die Arena-Chess ist eine Reise, auf die man. Eine richtige Reise, auf der man die Region an der Seite seiner Pokémon erkundet. Und immer daran denken, der erste Schritt ist immer der schwerste. Alles weitere ist danach nur noch halb so wild. Ihr alten Leute neigen ja manchmal dazu, große Reden zu schwingen, zu allem unseren Senf dazuzugeben. Mein Rat an die Jugend lautet bloß,
Lebt euer Leben, wie ihr es für richtig haltet. Und genau das sehe ich genauso. So, jetzt gucken wir aber mal. Okay, hier geht's wieder raus. Die 8 Arena der Degala sind alle fürchterlich stark. Wie können die Arena-Challenger da denn überhaupt eine Chance haben? Okay, hier geht's noch nicht lang. Also hier wird das Pico-Chiller auf jeden Fall nicht sein. Da kommen wir noch nicht rein. Ich habe da was gesehen. Pokepuppe, dankeschön. Irgendwie hat sie was vom Champ gesagt, der kochen kann. Jeden Tag aufs Neue gebe ich mein Bestes. Feuere meine Lieblingsarena lauthals an. Wenn man etwas wirklich gerne tut, hat man es nie satt. Wenn du deine Frisur änderst, kannst du im Pokémon Center mit Rotomina deine Liga-Karte aktualisieren. Okay, dankeschön. Wir haben übrigens unsere Augenfarbe geändert schon. Ich spiele hier Hüpfkreise mit Isso, meiner kleinen Schwester. Kennst du dieses Spiel? Dabei muss man auf einem Bein von Kreis zu Kreis hüpfen. Hier können wir mit Pokémon spielen. Yippie! Ja, und das Isso macht es gut vor. So, hallo. Beim Campen gekochtes Essen schmeckt super. Ach so, das hat sie gesagt. Ich habe beim Champ gelesen. Okay, da könnten wir vielleicht lang. Da ist die Bahnstation. Pokémon brauchen Angriffspunkte, kurz AP, um Attacken einsetzen zu können. Menschen können sich jederzeit verändern, wenn sie es denn nur wollen. Selbst für einen alten Knacker wie mich ist der Zug noch nicht abgefahren. Ha! Und er steht vor dem Bahnhof! Ha! Entschuldigung. Es geht schon in Ordnung, sich in der Stadt Kämpfe zu liefern, aber man muss dabei auf seine Mitmenschen Rücksicht nehmen. Okay, schade. Ich dachte, wir kämpfen jetzt, da du mir sowas an den Kopf wirfst. Von vielen hier bin ich ganz hungrig geworden. So ein kleiner Snack ist genau das Richtige. Die können wir wahrscheinlich noch Essen kaufen. Was ist dir wichtig? Dass Essen lecker ist, dass es schnell fertig wird, dass es billig ist. Wenn dir alles davon wichtig ist, verlängst du aber zu viel. Okay, er will nur reden. Was haben wir hier? Hier ist der Service-Schalter von Marco Cosmos Railways. Okay. Die Bahn rauscht unentwegt über die Gleise. Es ist einfach, bei jeder Kleinigkeit die Nase zu rümpfen, aber es bedarf harter Arbeit, den Schienenverkehr reibungslos aufrechtzuerhalten. Das glaube ich gerne. Pokémon-Supermarkt. Können wir hier schon was kaufen, was toll ist? Nö. Kein Superball, nix, gar nix. Okay, hier geht's weiter. Können wir hier durch? Nö. Wir möchten noch nicht mit dem Zug fahren. Rose, der Präsident der Pokémon-Liga, ist in verschiedensten Bereichen aktiv, aber alles, was er tut, dient dem Wohl der Gala-Region. Okay. Wir können noch den Aufzug hier links nutzen. Den wollte ich jetzt erst benutzen. Mal gucken, wohin der uns hinführt. Aha. Quapp! Los, Schallquapp, zeig den Heimweg anzutreten. Quapp! Aha. Mit Gryphildis zu spielen macht zwar Spaß, aber viel lieber würde ich ja mit ihm fliegen. Oh, hier sind Wasserspiele. Aber hier Gala hilft man sich gegenseitig. So sind wir einfach. Ich leiste auch meinen Beitrag, denn indem ich hier auf freiwilliger Basis ein wenig aufräume. Das ist aber nett. Eine Unterhaltung muss nicht unbedingt bedeutungsvoll sein. Manchmal reicht es einfach nur, die Stimme eines geliebten Menschen zu hören. Da hat er wahr. Blinkt da noch was? Nee, ne? Doch! Oh, geil! Bündel Vitalkraut. Geil! Dankeschön! Jetzt kommen wir hier auch endlich durch. Herrliches Wetter heute. Gefühlt ist. Manche Pokémon sind völlig versessen darauf, auf Kämpfe. Manche mögen andere Sachen. Es gibt verschiedene Wege, mit Pokémon zusammenzuleben. Ich wusste, dass wir hier noch einmal ein Pokéball finden. 3 Superbälle, geil! Und wir können hier angeln. Toll. Ein Carbador. Super. Ich dachte, da kommt jetzt was übelst Geiles raus. Nein, es ist ein Carbador. Hier vorne war noch ein Angelpunkt. Da. Ein Kamiabs. Lol.
im Prinzip cool. Dass man hier in der Stadt Pokémon fangen kann. Geil. Coole Idee. Aber ich habe noch kein Vieh gehört. Wo ist dieses Picochilla? Ich könnte natürlich bei diesem Arena-Dingspunkt sein. Das ist was Neues. Geil. Hatten wir das nicht letztes Mal schon eingesammelt? Kein Problem. Hier könnte man... das ist... Irgendwo. Wo? Wo bist du? Wo bist du? Ich kann es hören, aber ich sehe es nicht. Muss ich mich anschleichen? Nee, anschleichen geht nicht. Ich habe es gefunden. Ich kann es nur nicht anklicken. Kleiner Mann, wo bist du? Kleiner Mann, wo bist du? Da bist du. Ach so, es stimmt, ich soll pfeifen. Aber vorher rede ich nochmal mit ihm hier. Wäre es nicht toll, wenn auch wir Menschen Pokémon-Attacken einsetzen könnten? Also ich denke schon, dass ich zum Beispiel einen Hyperschrei zum Besten geben könnte. geil. Wo geht's hier lang? Entschuldigung, ich lasse mich wieder zu leicht ablenken. Aber jetzt wissen wir ja erstmal... Okay, dankeschön. Jetzt wissen wir erstmal, wo das Picochilla ist. Okay, wir holen erst das Picochilla und dann gehen wir hier weiter. Es tut mir leid. Eigentlich wollte ich mit euch heute die Zeremonie feiern. Aber das machen wir dann wohl in der nächsten Folge. Wir gehen jetzt erstmal Picochilla holen. Und dann gehen wir da runter. Da unten gibt es wahrscheinlich Kämpfe, worauf ich mich sehr freue. Dann können wir Memeon erstmal in der Aktion sehen. Also ihr. Falls ihr selber keins habt. Wie? Es ist das vermisste Picochilla. Picochilla ist zum Jungen zurückgekehrt. Geil. Wir haben das Picochilla. Gerettet! Gerettet. Wir haben es gerettet. Mein Picochilla ist wieder da. Vielen Dank, dass du es gefunden hast. Hier, ich möchte dir das schenken, weil du mir beim Suchen geholfen hast. Halsspray. Trainingstasche. Erhöht bei Einsatz einer Lärmattacke den Spezialangriff. Okay. Dankeschön. So, jetzt gehen wir hier aber die Treppe wieder runter. Bin gespannt, was uns hier erwartet. Na, TM2 Zahltag. Geil. Nämlich. Ja, ich weiß, was Zahltag macht. Ich verspüre in dir zwar großes Potenzial als Trainer, aber es ist noch etwas zu früh. Komm wieder, wenn du Champ geworden bist. Okay. Interessant. Der ist Garados. Aus dem Abfluss. Wenn du wenigstens shiny wärst. Gut, dann machen wir heute doch die Zeremonie. Weil weiter wüsste ich nicht, wo wir weiterkommen. Verdammt. Also ihr könnt auf jeden Fall euch schon mal an das Outfit gewöhnen, weil das wird eine Zeit lang getragen. Weil ich das äußerst cool finde. Da könnt ihr einen drauf lassen. Jetzt gehen wir aber erstmal ins Hotel. Und gucken, was uns hier erwartet. Da sind bestimmt 1000 Leute drin, die wir anquatschen können. Und dann ist die Folge auch schon wieder rum.
Oh, hi Kids. Wie es aussieht, habt ihr die Anmeldung schon mal erfolgreich erledigt. Ich habe mit dem Lesen heute schon wieder Probleme. Hey Sania, was machst du denn hier im Hotel? Ich stelle Nachforschungen über das rätselhafte Pokémon aus dem Schlummerwald an. Ich dachte mir, dass es vielleicht irgendwie mit der Legende der Gala-Region zusammenhängt. Wo ihr schon mal da seid, können wir uns auch gleich zusammen den Kopf zerbrechen. Na toll. Diese Statue, wer soll das sein? Das ist der Held, der Überlieferung zufolge einst die Gala-Region gerettet hat. Wenn ihr mehr über ihn wissen wollt, erzähle ich euch gern seine Geschichte. Habt ihr Interesse? Vor langer, langer Zeit erschien im Himmel von Gala ein schwarzer Wirbel, der die Leute nannten ihn die finstere Nacht. Gleichzeitig tauchten überall gigantische Pokémon auf, die die Region unsicher machten. Doch dann erschien ein tapferer Jüngling. Gewappnet mit Schwert und Schild bot er ihnen die Stirn, bis er sie bezwungen hatte. Diese Statue stellt angeblich jenen heldenhaften Jüngling aus der Legende dar. Die Legende wirft viele Fragen auf. Was hat es zum Beispiel mit dem Schwert und dem Schild des Helden auf sich? Und was steckt hinter diesem schwarzen Wirbel? Der Name Finstere Nacht kommt wahrscheinlich daher, dass er den ganzen Himmel bedeckt hat. Wow, das klingt, als wäre dieser Held ungefähr so stark gewesen wie mein Bruder. Wenn du herausfinden willst, was hinter dem Schwert und dem Schild und dem Wirbel steckt, hast du auf jeden Fall eine Menge Arbeit vor dir. Danke. Ja, ich krieg das schon irgendwie hin. Irgendwo werde ich eine heiße Spur finden. Sagt mal, solltet ihr nicht langsam einchecken, wenn ihr hier übernachten wollt? An der Rezeption scheint viel los zu sein. Stimmt, wir müssen ja noch einchecken. Wenn uns irgendwelche Infos unterkommen, sagen wir dir sofort Bescheid, Sania. Okay, jetzt können wir uns im Hotel frei bewegen. Sprechen wir nochmal mit Hop. Sprich mit dem Mann am Schalter, wenn du einchecken willst. Pass bitte gut auf Hop auf, ja? Delion hat sich nämlich immer zu Sorgen um Hop. Er kümmert sich um ihn wie ein Vater. Okay, wir speichern nochmal kurz zwischen, falls da irgendwas mal passieren sollte. So. Und das sind da auch komische Gestalten am Check-in. Gut, hier geht's nicht weiter. Wir fragen mal, was ist denn mit diesen Typen los? So kann ich nicht einchecken. Was stimmt denn mit diesen Typen denn? Vom Team Yell nicht. Okay, Team Yell. Alles klar. Hallo, Jungs. Ole, ole. Ole, 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 ole. Meine Kollegen vom Team Yell und ich sind extra angereist, um unseren Lieblingstrainer bei der Arena-Challenge anzufeuern. Wenn du uns dabei in die Quere kommst, müssen wir dir leider deine Pokémon platt machen. Du legst es echt drauf an, was? Wie du willst. Ich hab dich gewarnt. Team Yell besteht nur aus echten Fans und echte Fans schrecken von nichts zurück, um ihren Star-Team zum Sieg zu verhelfen. Das wirst du gleich sehen. Dann komm doch her. Los. Rüpel von Team Yell fordert dich heraus. Zickzacks. Das erste Mal ein Zickzacks in der Gala-Form. Geil. Aber wir wechseln, auch wenn es nur Stufe 9 ist, denn Zickzack ist ein Normal-Pokémon und Kickalo kann Doppelkill. Bebe! Auch für euch das erste Mal Kickalo im Einsatz. Und zwar jetzt mit Doppelkick. Tschüss. Ich habe gar nicht darauf geachtet, wie viele Pokémon er eigentlich hat. Zickzack wurde besiegt. Micro erreicht Level 18. Cool. Wow.
Erst breche ich einen Streit vom Zaum und dann verliere ich auch noch. Was eine Blamage. Tja, hättest du dir vorher überlegen sollen. Micro entwickelt sich. Nice. Glückwunsch, dein Micro hat sich zu einem Kranowitz entwickelt. Geil. Kranowitz, das Creme-Pokémon. Es weiß Objekte geschickt einzusetzen, so greift und wirft es zum Beispiel kleine Steine mit seinen Krallen oder wickelt Seile um Gegner. Hey Leute, das schreit nach einer Revanche. Zeigt ihm, dass Zymian immer zusammenhält. Ich glaube, ich habe seine Stimme verändert, kann das sein? Geh klar, Kumpel. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, in einer Hotellobby zu kämpfen? Noch eine. Okay, die nächste. Kleptifuchs. Sie hat wahrscheinlich auch nur ein Pokémon. Mag das sein? Ah, scheiße, was war Kleptifuchs? Ich glaube Boden, oder? Unlicht. Bei Unlicht und Psycho bin ich mir immer so ein bisschen unsicher, was gegen was effektiv ist. Aber ich glaube, ich mache gerade einen Fehler. Ah, wirkungslos. Okay, ja, ich hab's schon gesehen. Geist war, glaube ich, gegen Unlicht ganz gut, oder? 18, 15... Was hat ihr nochmal? 9. Können wir auch wieder Memeon nehmen. Entschuldigung, Kerada. Entschuldigung, Leute. Bei den Typen habe ich immer so ein bisschen Brain AFK. Jo, Aquawelle. Hat er nämlich erst vor kurzem gelernt. Ich glaube mit Level 11 oder 12. So, Wassersäulen dürft ihr auch nochmal sehen. Bam. So, der nächste. Du. Sorry, diese Schickimicki-Atmosphäre hier hat mir wohl das Hirn vernebelt. Die Augen. Ich fühle mich in diesem Nobelschuppen einfach nicht wohl. Sonst hätte ich nie verloren. Was ist das denn für ein Lärm, Jens? Ich dachte, du willst nur einchecken. Moment mal, hast du hier etwa die ganze Zeit gekämpft? Keine schlechte Idee, pass auf, ich steig mit ein. Das ist bestimmt ein gutes Training. Aber vorher heile ich noch deine Pokémon. Wäre nicht nötig gewesen, aber vielen Dank. Vor euch steht Arena Challenger Hopp, der nächste Champ der Gala-Region. Los geht's! Jetzt heißt es 2 gegen 2! Der macht doch voll Lärm. Wenn wir mit euch fertig sind, jubeln wir Olle! Ihr wimmert dann maximal noch Olle! Wow. Die sind genauso gut im Wortspielen wie ich. Zickzack und Kleptifuchs. Beide nur ein Pokémon. Ja, die können eigentlich draußen bleiben. Trifft Wassersäulen beide? Nee, schade. Schade. Aquawelle, Aquawelle. Mach Aquawelle. Kleptifuchs, sei zurück zu mir ein. Das ist ja schade. Ich trinke mal kurz was. Sehr gut. So, Kleptifuchs ist schon mal weg. Dann Pauke. Aha. Ernsthaft?
Gut, Aquavelle auf Zigzags. Level 10 ist ein Body. Heuler. Du bist eine wahre Hilfe, Hopp. Oh nein. Ich habe Angst. Aquaknarre auf Zickzacks. Beende es, Memion. Bäh. Wer hätte das gedacht? So eine Niederlage macht mich traurig. Und wenn ich traurig bin, kann ich niemanden anfeuern. Dabei wollte ich immer doch eigentlich die Eröffnungszeremonie anschauen. Ich wollte gerade sagen, wenn wir jetzt nicht das doppelte Geld bekommen, dann flippe ich aus. Jetzt habt ihr allen Grund zum Jubeln. Und wir können nur leise wimmern. Hey, was ist denn hier los? Miss Mary! Wir. Ich verstehe ja, dass ihr mit den anderen Arena-Challengern auf Kriegsfuß steht, aber müsst ihr wirklich so grob mit ihnen umgehen? Nehmt es diesem Haufen bitte nicht übel. Sie sind meine Fans, sie nennen sich Team Yell und feuern mich bei der Arena-Challenge an. Aber wie es aussieht, übertreiben sie das mit dem Unterstützen ein bisschen. Na los, ab mit euch, geht nach Hause. Team Yell will um jeden Preis, dass ich gewinne. Deshalb behandeln sie andere Arena-Challenger oft etwas rabiat. Tut mir echt leid, wenn sie euch Schwierigkeiten bereitet haben. Ach, du bist also auch Arena-Challenger? Und du hast schon deinen eigenen Fanclub? Mann, da werde ich glatt neidisch. Das war nicht schlecht, Kollege. Dankeschön. Wo ist der andere jetzt? Da. Vielen Dank, dass du diese Typen von Team Yell vertrieben hast. Jetzt komme ich endlich an die Rezeption und kann einchecken. Team Yell will um jeden Preis, dass ich gewinne. Okay, das hat sie schon gesagt. Blablabla. Alles klar. Mann, eigentlich wollte ich mit einem Pokémon reden. Was ist das für ein Pokémon? Pico. Braves Pico. So, liebe Leute, ja, hier ist schon wieder Folgenende. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschalten und nächste Folge geht's hoffentlich endlich los mit der Arena-Zeremonie. Wir haben uns ja ein bisschen von der neuen Gegend entführen lassen und haben uns umgeguckt, haben einen Pico Chiller gerettet und Team Yell kennengelernt. Und Mary, die wohl eine unserer neuen Freundinnen wird. So, ich speichere ab. Wir haben jetzt 53 Pokémon. Ich gucke nochmal, ob sich... Unser Kranowitz nochmal weiterentwickeln kann. Wenn da noch ein Platz frei ist, müsste es eigentlich funktionieren. Ja, ich war auf der Jagd nach Vadribi. Hier könnt ihr nochmal alle Pokémon sehen, im Schnelldurchlauf, die wir schon gefangen haben. Ja, es kann sich nochmal weiterentwickeln, anscheinend. Cool. Also entnehme ich jetzt mal den freien Platz da, ne? Ich hoffe, das funktioniert wirklich. Wo kann man denn Zigzags fangen? Aha, okay, er ist ab da oben, alles klar. Gut, dann sage ich Dankeschön und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wiederschauen, reingehauen, ciao!